Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe die Ehre, hier den Endspurt einzuleiten. Mein Name ist Wilfried Tellkämper. Ich bin der Leiter des Außenbereiches der Rosa-Luxemburg-Stiftung und wir haben die Reihenfolge unter uns für diese täglichen Begrüßungen so abgesprochen. Also der Letzte im Bunde der gemeinsamen Veranstalterin. Barbara hat gestern darauf hingewiesen, dass Thomas vor einem Jahr anrief und gefragt hat, ob wir diese Veranstaltung so zusammen organisieren und durchführen wollen. Und ich denke, auch dass der Saal jetzt wieder so voll ist, ist insgesamt das Bedürfnis zu Beyond Aid miteinander zu diskutieren, zu reflektieren und dass wir auch das in Zukunft noch entsprechend weitermachen müssen. Für uns ist es das erste Mal als Rosa-Luxemburg-Stiftung in dieser Form dieses Bündnisses miteinander zu arbeiten. Dahinter steht aber eine Geschichte aus den 70er, 80er, 90er Jahren des persönlichen Vertrauens. Mit Barbara Unmüßig war ich in der Mitte der 80er Jahre mal in Thailand einen politischen Gefangenen, der zum Tode verurteilt war, besuchen. Er wurde dann durch eine Kampagne, die übrigens ganz stark gestützt war von Terre de Somme, von Walter Skowronek organisiert, in der Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit auf lebenslang begnadigt und vor ein paar Jahren kam die Mitteilung, dass er jetzt frei ist. Das ist auch eine Form anderer Hilfe. Mit Thomas Gebauer, wir waren in Angola und Mosambik im Zusammenhang mit der Anti-Personen-Minen-Kampagne zu Kindersoldaten, hat Medico ja viele Projekte gemacht und große Erfolge erzielt, sowohl Medico als auch Thomas persönlich mit großem Engagement. Auch das sind gemeinsame Erfahrungen, die eine Basis sind für eine solche Konferenz, die wir dann auch gerne als Rosa-Luxemburg-Stiftung in diesem Bündnis mit durchgeführt haben oder noch durchführen. Und ich denke, das wird dann auch aufgrund der Notwendigkeit und des großen Zuspruches zu Formen, die wir miteinander diskutieren müssen, sicherlich für die Zukunft weitere Bündnisformen geben. Ich möchte im Eigeninteresse noch darauf hinweisen, dass es draußen einen Film an unserem Stand gibt, der heißt Donau-Opium. Das ist ein Film über Überförderung, Hilfe in Palästina. Der kann kostenlos mitgenommen werden. Das ist genau ein Film zu diesem Thema. Ansonsten möchte ich nur darauf hinweisen, dass wir in der Organisation mit einem guten Draht zu Verdi. Manche hatten Sorgen, sie können heute nicht nach Hause fliegen, es geschafft haben, dass der Streik heute nicht stattfindet. Und dann, dass wir von 9.30 Uhr bis 11 Uhr die nächsten Foren haben, dass es dann eine halbe Stunde Pause geben wird. Und dass wir um 11.30 Uhr pünktlich, damit wir auch pünktlich Schluss machen können, einsteigen ins nächste Panel und versuchen wollen, die Mittagspause doch zu verkürzen, dass wir einigermaßen in der Zeit hier rauskommen. Zudem ist mir gesagt worden, ich möchte darauf hinweisen, dass es draußen noch Ausweise und Karten gibt für die Übersetzungsgeräte, also dass nicht jemand seinen Personalausweis hier vergisst, sondern holt die ab und gibt bitte die Geräte zurück. Und ansonsten ist jetzt das Panel dann und ich wünsche uns noch einen interessanten und spannenden Morgen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie zu unserem Panel Menschenrechte, Institutionen, Demokratie mit Ulrich Brandt von der Universität Wien, von Heike Löschmann von der Heinrich-Böll-Stiftung und Thomas Seiber von Medico International. Dieses Panel soll einleiten in den dritten großen Themenschwerpunkt unserer Konferenz oder bezogen auf den Einführungsvortrag von Thomas Gebauer in den dritten Aspekt einer Politik des Helfens im Dreischritt von Hilfe verteidigen, Hilfe kritisieren, Hilfe überwinden. Es geht heute um die Suche nach normativen Konzepten und nach Praktiken, die zur Überwindung von Not und Abhängigkeit, von systematischer Ausgrenzung und Vertreibung beitragen. Und das nicht allein auf der Ebene einzelner Projekte, sondern mit Bezug auf gesamtgesellschaftliche Veränderungen mit der Idee einer Umgestaltung der ökonomischen, sozialen und politischen Verhältnisse im globalen Maßstab.
Und in diesem Sinne ist der Titel oder die Hauptüberschrift des heutigen Vormittags gewählt: Fluchtpunkt globaler Gesellschaftsvertrag. Mit dem Konzept Gesellschaftsvertrag ist ein Paradigma aufgerufen, das sich seit der Französischen Revolution sowohl revolutionäre Umwälzungen als auch die Begründung und die Rechtfertigung von rechtlichen und politischen Institutionen beziehen lassen. Unabhängig davon, ob der Aspekt des Umsturzes oder der Aspekt der Rechtfertigung rechtlich-politischer Ordnung betont wird, stets nimmt die Idee des Gesellschaftsvertrags seinen Ausgangspunkt beim einzelnen Individuum, seine Autonomie, seine Freiheit und seine Selbstbestimmung sind der letzte unhintergehbare Bezugspunkt, wenn es darum geht, eine politische Ordnung im Modus eines Gesellschaftsvertrags zu begründen und zu rechtfertigen. Ideengeschichtlich ist die Vorstellung eines Gesellschaftsvertrags auf der Grundlage unverbrüchlicher subjektiver Rechte aufs Engste verknüpft mit der Geschichte der Menschenrechte. Menschenrechte bündeln die Motive der Freiheit, der Gleichheit und der Würde des Menschen. Als moralische Norm beanspruchen sie unbedingte Geltung für alle Menschen, als Ansprüche, die von jeder Einzelnen und jedem Einzelnen eingefordert werden können, drängen Menschenrechte auf ihre Verwirklichung in rechtlichen und politischen Institutionen. Von Anfang an aber waren diese Menschenrechte mit ihrer Doppelung von moralischer und juridischer Dimension, mit ihrer Betonung des Individuums sowie aufgrund ihres Universalisierungsanspruches ein umstrittenes Projekt. Und bis heute sind sie einer Vielzahl von relativierenden Einwänden ausgesetzt. Kritisiert wird der imperiale Charakter der Menschenrechte, kritisiert wird ihre Instrumentalisierung für Kriege, die als humanitäre Intervention gerechtfertigt werden. Kritisiert wird, und das war gestern der ganz zentrale Punkt von Shirin Saror, kritisiert wird ihre parteiische Inanspruchnahme. Kritisiert wird die einseitige Betonung der individuellen Freiheitsrechte und die Vernachlässigung der Gemeinschaft in ihrer Bedeutung für ein gelingendes Leben. Während die einen betonen, dass sich überhaupt nur die liberalen Freiheitsrechte universalisieren lassen, kritisieren die anderen umgekehrt die Reduktion der Menschenrechte auf das bloße Recht zu überleben, eine mangelnde Berücksichtigung der wirtschaftlichen, der sozialen und kulturellen Rechte, der politischen Teilnahmerechte sowie globaler ökologischer Rechte. Nun, vor dem Hintergrund solcher Uneinigkeit und solcher Dispute schien es uns wichtig, an den Anfang des heutigen Vormittags den Versuch einer Klärung zu stellen. Wie sollen wir Menschenrechte verstehen? Welche normativen und welche praktischen Konzepte helfen weiter, wenn es darum geht, eine wirklich solidarische Praxis in die Post-2015 Entwicklungsagenda einzubringen und die entwicklungsbezogene Arbeit mit einer Umgestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse zu verknüpfen? Den Anfang beim Versuch dieser Klärung macht Thomas Seibert. Thomas Seibert ist Philosoph, unter anderem Südasien-Referent von Medico International, Koordinator des Menschenrechtsnetzwerkes Sri Lanka Advocacy sowie stellvertretender Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Unter dem Titel Menschenrechte verwirklichen, Menschenrechte deuten, greift er in den Streit um die Menschenrechte ein, indem er sich vielleicht ähnlich wie Mark Haywood gestern in einem der Foren einer revolutionären Deutung der Menschenrechte anschließt. Eine Deutung, die die Verwirklichung der Menschenrechte als einen offenen, unabgeschlossenen und nicht abschließbaren Prozess in den umkämpften Sphären der Macht
versteht. Wir fahren dann fort mit dem Beitrag von Heike Löschmann. Heike Löschmann ist Ethnosoziologin. Sie lebte und arbeitete 14 Jahre lang in entwicklungsbezogenen Kontexten in Südostasien, unter anderem als Büroleiterin für die Heinrich-Böll-Stiftung. Seit 2010 leitet sie das Referat Internationale Politik der Heinrich-Böll-Stiftung. Zu ihren zentralen Themen gehören aktuell die Bedeutung der Gemeingüter für den Entwicklungsdiskurs und die soziale Praxis des Commoning. Und dazu wird sie heute sprechen. Schließlich der Dritte im Bund, Ulrich Brandt. Ulrich Brandt ist Professor für internationale Politik an der Universität Wien mit den Forschungsschwerpunkten internationale Ressourcen- und Umweltpolitik, Globalisierung, NGOs und soziale Bewegungen. Er ist unter anderem Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der TAC, im Wissenschaftlichen Beirat der Bundeskoordination Internationalismus sowie Mitherausgeber der Blätter für deutsche und internationale Politik. Ulrich Brandt beleuchtet den Zusammenhang von Menschenrechten, Institutionen und Demokratie aus einer politisch-ökologischen Perspektive, wobei ich das vorwegnehme, im Zentrum die ökologische Krise sowie der Begriff der imperialen Lebensweise stehen. Wir werden, denke ich, die Vorträge in Abfolge halten, nur unterbrechen, wenn es ganz dringende Zwischenfragen gibt. Es wird sein wie gestern, wir werden hier auf dem Panel relativ wenig Diskussionszeit haben. Ich schätze am Ende noch 10 Minuten, eine Viertelstunde. Aber die Diskussionen sollen dann natürlich reingetragen werden in die 3 bzw. 4 Foren. Thomas, du fängst an. Schönen guten Morgen zusammen. An welcher Stelle auch immer, wir alle hier beziehen uns immer wieder auf die Menschenrechte. Sie sind unser gemeinsamer normativer Horizont. Umso unausweichlicher und umso gefährlicher ist es, dass die Menschenrechte eine vielfach umkämpfte, zutiefst strittige Sache sind. Fangen wir mit dem gefährlichsten Streit an. Die Menschenrechte müssen seit über 20 Jahren immer häufiger zur Begründung von Kriegen herhalten. Ob wir das befürworten oder ablehnen, rechtens kann das insofern sein, als die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 und die beiden ihr folgenden Menschenrechtspakte der UN von 1966 die Staaten, die sie ratifiziert haben, zu ihrer Einhaltung verpflichten, was heißen kann, dass sie widrigenfalls dazu gezwungen werden können. Fraglich ist allerdings, ob dies dem entspricht, was man den Geist oder etwas unverfänglicher den Sinn der Menschenrechte nennen kann. Die nächste gefährliche Streitsache ist dann, dass die Menschenrechte oft und immer häufiger nur noch als Rechte zum Schutz besonders bedrohter Lebewesen verstanden werden. Als Recht auf blankes Überleben, Recht nicht zu verhungern oder Recht nicht abgeschlachtet zu werden. So verstandene Menschenrechte sind dann zum Recht auf militärischen Beistand und humanitäre Hilfe reduziert. Wie problematisch das ist, zeigt sich daran, dass Beistand und Hilfe faktisch stets von den westlichen Mächten oder unter ihrer Führung gewährt werden. Dies, dass die Menschenrechte tendenziell zu Schutzrechten besonders bedrohter Lebewesen reduziert werden, hängt auch damit zusammen, dass sie zwar unbedingt verpflichtend sein sollen, in ihrem bindenden Status aber letztlich ungeklärt sind. Sie scheinen eine Art von zwar sehr hochstehenden, doch zugleich nur idealen Rechten zu sein. Das Abdrängen ins Ideal beginnt schon mit den politischen Menschenrechten. Sie sollen zwar rundherum gelten,
Doch trifft ihre faktische Einschränkung oft und leichthin auf Verständnis. Man scheint nicht wirklich jeder und jedem jederzeit das Recht auf freie Meinungsäußerung oder gar auf Teilhabe am demokratischen Prozess gewähren zu müssen. Deutlicher noch ist das im Umgang mit den sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Rechten. Bestimmten Sie tatsächlich das politische Handeln? Bestimmten Sie tatsächlich das politische Handeln? Müssten die globalen Verwertungsketten sofort gekappt werden, in denen südasiatische Textilarbeiterinnen zu Hunderten sterben, damit deutsche Textilunternehmen und deutsche Kundinnen ihren sogenannten Wettbewerbsvorteil wahrnehmen können? Wirklich bloßes Ideal sind die Menschenrechte, die allen Menschen in gleicher Weise das Vermögen zum freien Gebrauch der Güter der Menschheit und dieses Planeten zusprechen. Im Hinblick auf Sie leben wir in einer Weltordnung, die ein einziges Menschenrechtsverbrechen ist. Wir tun dies, obwohl es im Artikel 28 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ausdrücklich heißt, jeder hat den Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in der die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können. Zu tun hat all dies immer auch mit dem Streit, der gleichsam im Menschenrecht selbst geführt wird. Einem Streit, in dem der Gebrauch der Menschenrechte als Freiheitsrechte und ihr Gebrauch als Gleichheitsrechte gegeneinander ausgespielt wird. Die Lösung dieses genau besehen brandgefährlichen Rechtsstreits ist zugleich eine politische und derart eine Machtfrage. Sie ist zuerst aber und immer auch eine Frage ihrer Deutung. Ihr werde ich mich jetzt widmen, indem ich die drei wichtigsten Deutungsansätze kritisch ins Verhältnis setze. Dieser Punkt ist mir jetzt sehr wichtig, das, was ich eigentlich tun werde. Einerseits können wir es uns gar nicht leisten, naiv zu sein. Und deswegen halte ich ausdrücklich fest, Menschenrechtsfragen sind Machtfragen. Andererseits sind Menschenrechte immer auch erst zu deuten. Die Deutung ist nicht außerhalb der Macht, aber als Deutungsmacht ist sie genau die Macht, die auf Deutung verwiesen ist. Das heißt auf die Frage, ob sie richtig und wahr ist. Das ist von ihr auch dann nicht zu trennen, wenn es ebenfalls hier um Macht geht. Den kritischen Vergleich der drei wichtigsten Deutungsansätze unternehme ich jetzt einerseits in grundsätzlicher Weise und andererseits im Blick auf zwei konkrete Streitfälle, in denen das Menschenrecht heute unser aller Problem ist. Der Streit um die Menschenrechte beginnt mit ihrer Erklärung in der amerikanischen und der französischen Revolution 1776 bzw. 1789. Er bezieht sich nicht nur auf die Menschenrechte, sondern auch auf den Umstand, dass die Erklärung der Menschenrechte mit der Emanzipation der Bürgerinnen der USA und Frankreichs von der königlichen Souveränität zusammenfiel, der sie bis dahin unterworfen war. Die drei Deutungsansätze streiten sich deshalb immer auch um das Verhältnis von Menschenrecht und Volkssouveränität, das heißt um das Verhältnis von Menschenrecht und Demokratie. Für die erste, die naturrechtlich liberale Deutung, sind die Menschenrechte auch und gerade der Demokratie vorgeordnet. Sie setzen der Volkssouveränität und damit de facto dem Staat eine unbedingte Grenze. Diese Deutung hat den Wortlaut der Menschenrechtserklärungen auf ihrer Seite, in denen die Menschenrechte Ausdruck einer dem Menschen zugeschriebenen Natur sind, die als Natur der Geschichte und also auch der Politik vorgeordnet sein soll.
Die Grenze der naturrechtlich liberalen Deutung liegt darin, dass die Unterordnung der Politik unter die Menschenrechte logisch und faktisch darauf hinausläuft, die Politik zwar auf den Schutz der Menschenrechte festzulegen, ihre Verwirklichung aber zur Privatsache zu machen. Damit werden die Menschenrechte denen überlassen, die privat das Vermögen dazu haben. Den Ausdruck Vermögen jetzt im Sinne eines ökonomischen, aber auch eines kulturellen Privilegs verstanden. Dem entspricht, dass die Menschenrechte in ihrer naturrechtlich-liberalen Deutung primär Freiheitsrechte sind. Die zweite, die republikanische Deutung der Menschenrechte verfährt umgekehrt. Für sie liegt der Witz der Erklärung der Menschenrechte nicht in der nachträglichen Verkündung der immer schon natürlichen Rechte der Menschen, sondern darin, dass diese Rechte von einer Bürgerinnenschaft erklärt werden, die sich im selben Augenblick, da sie diese Rechte erklärt, von jeder ihr vorgegebenen Macht emanzipiert. Deshalb sind die republikanisch verstandenen Menschenrechte der Volkssouveränität nach oder sogar untergeordnet. Und deshalb sind die republikanisch verstandenen Menschenrechte Rechte der Menschen als Bürgerinnen einer gegebenen politischen Einheit oder Gemeinschaft und damit primär Gleichheitsrechte. Die republikanische Menschenrechtsdeutung kennt deshalb im Grunde nur ein Menschenrecht, das Recht, freie Bürgerin zu sein. Dieses Recht hat Hannah Arendt als Recht auf Rechte bezeichnet. Damit ist dann allerdings das Problem verbunden, dass die republikanische Deutung die Souveränität des Königs durch die Souveränität der politischen Einheit oder Gemeinschaft der Bürgerinnen ersetzt. Den Preis dafür zahlen zum einen diejenigen, die keiner politischen Gemeinschaft angehören, deshalb kein Bürgerinnenrecht und damit kein Menschenrecht haben. Den Preis dafür zahlen zum anderen diejenigen, denen das Bürgerinnenrecht, damit aber auch ihr Menschenrecht entzogen wird. Was das bedeuten kann, haben wir im 20. Jahrhundert in den Exzessen der Volkssouveränität zur Genüge erfahren müssen. Wenn die dritte Deutung der Menschenrechte als revolutionäre Deutung bezeichnet wird, dann liegt das darin, dass sie auszudeuten versucht, was mit der Erklärung der Menschenrechte in der amerikanischen und französischen Revolution eigentlich geschehen ist und weiter geschieht? Wer ihr eigentlich was erklärt hat und weiter erklärt und was das praktisch heißt? Sind die Menschenrechte in ihrer naturrechtlich liberalen Deutung der Politik vorgeordnet und deshalb ebenso Ideologie wie tendenziell bloßes Ideal? Und sind die Menschenrechte in ihrer republikanischen Deutung der Politik unter- und nachgeordnet und deshalb Verfügungsmasse einer zwar demokratisch verfassten, doch nach wie vor souveränen Macht? So sind die Menschenrechte in ihrer revolutionären Deutung der Politik weder vor- noch nachgeordnet, sondern Programm einer Politik, die tendenziell jede Souveränität kritisiert, auch die nationalstaatlich verfasste Volkssouveränität. Die revolutionäre Menschenrechtsdeutung hat deshalb auch einen anderen Blick auf ihre Erklärung in der amerikanischen und französischen Revolution. Sie hält ausdrücklich fest, dass die vorgeblich natürlichen Menschenrechte praktisch als Rechte weißer Männer bürgerlicher Klassenzugehörigkeit erklärt worden sind. Zugleich aber verweist sie darauf, dass mit der amerikanischen und französischen Revolution erst begonnen hat, was sie, die revolutionäre Menschenrechtsdeutung, als Revolution der Menschenrechte bezeichnet. So folgt auf die französische Erklärung der Rechte der Menschen und Bürger
von 1789. Bereits 1791 die Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin, in der Roland de Gouges den Männerbürgern entgegenhält, und das ist einer der schönsten Sätze, den ich aus der gesamten Diskussion der Menschenrechte kenne, Zitat Roland de Gouges, wenn die Frau das Recht hat, 1791, das Schafott zu besteigen, dann hat sie ebenfalls das Recht, die Rednertribüne zu besteigen. Im selben Jahr, 1791, folgt der Französischen Revolution die Revolution auf Haiti, in der sich die schwarzen Sklavinnen gegen die Französische Republik erheben und ihre eigene Unabhängigkeit, ihre eigenen Menschen- und Bürgerinnenrechte erklären. Dies ist übrigens der Punkt, von dem aus die nur halbrichtige These vom westlichen Charakter der Menschenrechte zu bestreiten. 5 Jahre später, 1796, wird im republikanischen Frankreich die sogenannte Verschwörung der Gleichen gegründet, die den Menschen- und Bürgerrechten der französischen Bourgeoisie die Menschen- und Bürgerrechte des französischen und internationalen Proletariats entgegensetzt. Zitat: Wir wollen nicht nur diese Gleichheit, die in der Erklärung der Menschen- und Bürgerinnenrechte geschrieben steht. Wir verlangen die Gleichheit in unserer Mitte unter dem Dach unserer Häuser. Für die revolutionäre Menschenrechtsdeutung ist erst die Gleichheit in unserer Mitte unter dem Dach unserer Häuser die wirkliche Gleichheit der wirklichen Freiheit. Deshalb sind die revolutionär gedeuteten Menschenrechte gleich ursprünglich und gleichen Ranges, Gleichheits- und Freiheitsrechte. Indem ich die revolutionäre Menschenrechtsdeutung hier zum dialektischen Dritten im Widerspruch der naturrechtlich-liberalen und der republikanischen Menschenrechtsdeutung mache, ergreife ich ganz offensichtlich Ihre Partei. Sie allein schöpft das Möglichkeitspotenzial der Menschenrechte aus und gibt vor, wie sie wirklichkeitsmächtig werden können. Deshalb werde ich den Einsatz des revolutionären Menschenrechtsbegriffs jetzt noch einmal auf den Punkt bringen und zugleich auf 2 aktuelle politische Herausforderungen beziehen, von denen ich glaube, dass sie unsere gemeinsamen Herausforderungen sind. Erstens, die revolutionäre Menschenrechtsdeutung ordnet die Menschenrechte der Demokratie weder vor noch unter, sondern bestimmt die Demokratie als den offenen Prozess einer permanenten Revolution der Menschenrechte. Dieser Prozess besteht darin, die Rechte der Menschen und Bürgerinnen fortlaufend neu zu deuten, fortlaufend zu erweitern, Zug um Zug zu verwirklichen und darin das Recht auf Rechte auszuüben, indem die Menschen gleich ursprünglich und gleichrangig ihre Gleichheit und Freiheit ausdrücken. Das so verstandene Menschen- und Bürgerinnenrecht kann niemandem von oben gewährt und kann schon gar nicht und für niemanden herbeigebombt werden, sondern kann immer nur das Resultat eines offenen Prozesses der Selbstermächtigung sein. Als gleiches Recht aller auf Selbstermächtigung zur Freiheit. Damit ist sie, und daran hängt hier alles, damit ist unmissverständlich gesagt, dass die Menschenrechte zwar immer auch Schutzrechte sind, doch nie nur Schutzrechte eines besonders bedrohten Lebewesens, sondern Schutzrechte eines Wesens, das zur Freiheit befähigt ist. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Obwohl ich das hier nicht weiter ausführen kann, möchte ich doch ausdrücklich festhalten, dass das Recht auf Rechte nach einer Formulierung des Philosophen Christoph Mencke ein Recht auf Menschheit oder Subjektivität ist.
Mit diesem Recht, dem Recht auf Menschheit oder Subjektivität, ist logisch und faktisch die Verwirklichung aller gesellschaftlichen Bedingungen eingefordert, die gegeben sein müssen, damit jeder Mensch die Möglichkeit hat, zum freien Subjekt des eigenen Lebens zu werden und als solches anerkannt zu werden. Damit ist zugleich erklärt, warum sich das eine Menschenrecht als Recht auf Menschheit oder Subjektivität gleichsam wie von selbst, und darüber wird hier auf dem Panel zu sprechen sein, gleichsam wie von selbst in die Vielzahl der vielen Menschenrechte ausdifferenziert, die wir heute als politische, soziale und kulturelle Menschenrechte auf eine soziale und internationale Ordnung der Gleichheit und Freiheit kennen. Was die gesellschaftlichen Bedingungen des Rechts auf Subjektivität sind, kann nur im Vollzug dieser Subjektivität bestimmt werden. Subjektivität ist zugleich die Form und der Inhalt dieses Rechts und der Politik, die es schützt, indem sie es verwirklicht. Zweitens, mit dem letzten Satz meiner Definition der revolutionären Menschenrechtsdeutung habe ich zugleich die erste Herausforderung genannt, die sich der Revolution der Menschenrechte und damit uns allen heute stellt. Die republikanische und die revolutionäre Menschenrechtsdeutung stimmen darin überein, die Vielzahl von Menschenrechten auf ein einziges Menschenrecht zu beziehen, das sich als das Recht bewährt, Subjekt werden zu können und darin anerkannt zu sein. Für beide Deutungen, für die republikanische und die revolutionäre, heißt das, die Menschenrechte zugleich und immer als Bürgerinnenrechte zu verstehen. Die republikanische Deutung bindet die Bürgerinnenrechte aber an die Zugehörigkeit zu einer meist national definierten Einheit oder Gemeinschaft. Die revolutionäre Deutung geht hier den entscheidenden Schritt weiter und kann sich auch dazu auf die Französische Revolution berufen. Die Französische Revolution brachte mehrere einander ablösende Verfassungen hervor. Eine davon war die 1793 formulierte Jakobinerverfassung. Auch sie gewährte die Bürger und damit alle Menschenrechte nur den Männern. Sprach dieses Männer- und Bürgerrecht aber umstandslos allen Franzosen und allen Ausländern zu, die mindestens ein Jahr in Frankreich lebten, dort arbeiteten oder Eigentum besaßen oder eine Französin geheiratet oder sich Verdienste um die Menschheit erworben haben. Nicht, dass ich das für ausreichend halte. Mir aber geht es um den Witz des Artikels 4 der Jakobiner Verfassung. Die Entnationalisierung der Bürger- und Menschenrechte. Wenn wir die Menschenrechte verwirklichen, indem wir sie zu Bürgerinnenrechten machen, entspricht das nur dann dem Geist oder Sinn der Menschenrechte, wenn ihre Einheit in beide Richtungen ausbuchstabiert wird. Menschenrechte sind Bürgerinnenrechte, aber Bürgerinnenrechte sind im gleichen Zug Menschenrechte. Rechte also, die allen Menschen an jedem Ort zu jeder Zeit auf diesem Planeten zustehen. Die aktuellen Kämpfe der Migrantinnen, über die wir gestern einiges gehört haben, artikulieren genau diese Herausforderung und damit den heutigen, uns alle verpflichtenden Stand der Revolution der Menschenrechte. Drittens, die Entnationalisierung der Einheit von Menschen- und Bürgerinnenrechten bezieht sich aber nicht nur auf die subjektive Seite. Wer ist Bürgerin der menschenrechtlich verfassten politischen Einheit? Sondern auch auf ihre objektive Seite. Auch diese politische Einheit selbst. Spätestens seit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 und den Menschenrechtspakten von 1966 stellt die offene Liste der Menschenrechte einen Vorgriff auf eine politische Weltverfassung dar,
auf einen globalen Gesellschaftsvertrag. Die Revolution der Menschenrechte wird heute überall dort ausgefochten, wo um diesen globalen Gesellschaftsvertrag oder wenigstens um Abschnitte dieses Vertrages gerungen wird. Dabei wiederholen sich Auseinandersetzungen, die historisch bereits im nationalen Rahmen geführt wurden. Wenn die Menschenrechte die gesellschaftlichen Minimalbedingungen formulieren, die gegeben sein müssen, damit weltweit jede und jeder zum Subjekt des eigenen Lebens werden kann, was müssen diese Bedingungen dann festlegen? Geht es um Minimalbedingungen des Überlebens im Rahmen des Möglichen oder geht es um die Minimalbedingungen, die gegeben sein müssen, damit alle in freier und gleicher Weise Zugang zur sozialen, ökonomischen, kulturellen und politischen Selbstbestimmung haben, freien und gleichen Zugang zu Bildung, Gesundheit, zum Wohnen, zum freien Verkehr und zum Wissen. Es sind dies politische Auseinandersetzungen, bei denen es, und das ist der Witz der Menschenrechte, nicht nur um Ungerechtigkeiten, sondern um Unrecht und folglich um das eine Menschenrecht geht, das Recht auf Menschheit oder Subjektivität. In letzter Instanz gibt es dieses Recht nur im Sichbefreien der Menschen zu ihrem Recht und allen ihren Rechten. Das heißt, im offenen Prozess der sozialen, politischen und kulturellen Befreiungskämpfe und der solidarischen Kooperation dieser Kämpfe, die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Danke. Tatsächlich eine Anschlussmöglichkeit bietet, wenn wir uns Fragen stellen mit Bezug auf einen künftigen großen Gesellschaftsvertrag. Heike Löschmann. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich im Voraus für diese Rolle, die Sie hier im Saal erneut haben und die Sie im Verlauf der Konferenz immer wieder mit Geduld einnahmen und natürlich auch dafür, dass Sie heute am Samstagmorgen wieder dabei sind. Das Forum 10 ist als ein Versuch konzipiert, solidarische Selbstorganisation und Ökonomie des Gemeinsamen als Möglichkeiten vorzustellen, sowohl politische als auch soziale Grundrechte durch Selbstermächtigung, Selbstorganisation und Selbstverwirklichung einzulösen, in der Folge Armut zu vermeiden und schließlich Mittel für Programme zu ihrer Bekämpfung in Strukturförderung für neue soziale Infrastrukturen zu lenken. Neben Commons beleuchten wir auch einen Begriff, der gerade sehr en vogue ist, ein Begriff, der sogar in die Heute-Show von Oliver Welke geschafft hat und die Reden von Kanzlerin Merkel inspiriert. Buen vivir, das gute Leben für alle. Wir werden uns kritisch auseinandersetzen mit der enteignenden Aneignung des guten Lebens, angeeignet für den Gebrauch bei der hiesigen Suche nach Alternativen zum eigenen, inzwischen weltweit dominierenden neoliberalen Entwicklungspfad. Angeeignet und umgedeutet auf der Suche nach Wegen aus den strukturellen Krisen eines überlebten Systems. Jenseits der Kritik an der Rezeption des Begriffs gibt es aber vieles zu lernen von der Lebenspraxis der Andenvölker, ihren sozialen Organisationsprinzipien und dem Verhältnis ihrer Mitglieder untereinander und zur Natur. Die Verankerung des Buen Vivir in die Verfassungen von Ecuador und Bolivien und was das im politischen Prozess bedeutet, ist ein weiterer wichtiger Baustein für die Diskussion. Dass wir uns nicht in reinen Fantasien ergehen und die Verwirklichung von Träumen für Alternativen in die weite Zukunft verlegen müssen, werden die ermutigenden Beispiele aus Griechenland zeigen, die zunächst aus der Not der Menschen im Krisenland entstanden sind,
aber ein erhebliches emanzipatorisches Potenzial haben und möglicherweise auch über die Krise hinausweisende virale Transformationskraft enthalten. Meine visionäre Hypothese für das Forum und die jetzt folgende Einführung ist, dass die liberale Ursehnsucht von Freiheit und Unabhängigkeit in einer Commons-basierten Gesellschaft verwirklicht und mit Gerechtigkeit und Solidarität in Einklang gebracht werden kann. Kurz zur Struktur meines Vortrags. Ich werde zunächst sprechen zum schwierigen Verhältnis von Freiheits- und Gleichheitsrechten, dann die Frage beantworten, was Commons sind, was Commoning ist. Das ist aus meiner Sicht grundlegend für die Diskussion im Forum und auch als TKW dieses Programmabschnitts der Konferenz. Und drittens werde ich 5 Thesen formulieren, warum Commoning eine gelebte Solidaritätspraxis ist und als Strategie zur Armutsvermeidung taugt. Max Horkheimer, einer der Mitbegründer der Frankfurter Schule, hat den Konflikt um Freiheit und Gleichheit knapp und treffend umrissen. Je mehr Freiheit, desto weniger Gleichheit. Je mehr Gleichheit, desto weniger Freiheit. Horkheimer umreißt damit meine sehr persönliche Vergleichserfahrung als deutsche ostdeutscher Sozialisation und das damit verbundene Nachdenken über Möglichkeiten der Aufhebung dieses Konflikts. Zumal dann, wenn das rechte Maß an beiden nicht nur eine freiheitlich-demokratische Ordnung, sondern auch soziale Gerechtigkeit ermöglichen soll. Größtmögliche Freiheit für den einzelnen Menschen ist die zentrale Idee des Liberalismus. Diese Freiheit und die Selbstentfaltung seiner Bürger zu sichern, nicht zuletzt in der Wirtschaft, wird als Aufgabe des Staates betrachtet. Gleichheit wird hier aber lediglich als Gleichheit vor dem Gesetz verstanden. Bekanntermaßen beschwor dieses Freiheitsverständnis extreme soziale Ungleichheiten herauf. Und mit der sozialen Frage kamen dann die Sozialisten auf die politische Bühne. Ihm ging es nicht mehr nur um die formale Gleichheit vor dem Gesetz, sondern um tatsächliche Gleichheit von Lebenschancen. Auch um die sozialen Gleichheitsrechte habe sich vornehmlich der Staat zu kümmern. Ich möchte 3 Kritikpunkte am Liberalismus formulieren, die verdeutlichen, warum das Ringen der verschiedenen politischen Lager um Lösung dieses Konflikts im Rahmen der kapitalistischen, freiheitlich-demokratischen Ordnung nicht gelingen wird und warum Commons ein Weg sein könnten, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit unter einen Hut zu bringen. Mir erscheint das wichtig, trotz der vielfältig vorgetragenen Kritik an neoliberaler Politik im Verlauf dieser Konferenz, denn die ideengeschichtlichen und kulturellen Muster des Liberalismus scheinen tiefer in unseren mentalen Infrastrukturen eingedrungen zu sein, als uns das bewusst sein mag. Erstens, Individualrechte als Trumpfkarte zur Sicherung der Autonomie des Individuums allein, in Referenz auf Dworkin, schaffen keine gemeinsame Lebenswelt. Zweitens, Liberalismus basiert auf dem Primat eines wert- und zweckneutralen Rechtsindividualismus und nimmt dabei eine Vielzahl von Ungerechtigkeiten als gegeben und tolerierbar hin. Ich erinnere hier an Rawls Differenzprinzip. Und drittens, Rechte von Einzelnen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, müssen aber legitimiert werden durch eine Zweckerfüllung. Sie dürfen nicht einfach nur der Freiheit des Individuums verpflichtet, sondern müssen in eine soziale Praxis eingebettet sein. Ansonsten verursachen sie Entfremdung vom eigentlichen Ziel oder dem normativen Gehalt der Rechtsbasierung. Das Paradox des liberalen Rechtsansatzes besteht also darin, dass die Rechte oft nicht dem Zweck dienen, zu dem sie ursprünglich geschaffen worden sind. Commons verstehen Autonomie als Vernacular Right, in Referenz auf Ivan Illich, als Gewohnheitsrecht. Und Freiheit wird geschaffen in der kollektiven Gestaltung des gemeinsamen Lebensfelds autonomer Mitglieder. Und weil Commons sich auf der Grundlage einer gemeinsamen Zweck- und Zielbestimmung organisieren, sind sie Ermöglichungsstrukturen für Verantwortung und Solidarität und für etwas, was man vielleicht mit intersubjektiver Subjektivität eines kooperativen Menschen umschreiben könnte.
Was sind nun Commons? Der Begriff ist eher unzutreffend übersetzt mit den deutschen Äquivalenten Gemeingüter, Gemeinschaftsgüter oder Allmende. Deshalb ist er auch beim englischen Commons verblieben. Saskia Sassen hat am Donnerstagabend versucht, die DNA unserer Epoche, der Epoche des Finanzkapitalismus, zu kennzeichnen. Ich versuche mich jetzt an der DNA der Commons. Die DNA der Commons hat eines mit der des Menschen gemein. Nichts in ihr ist Monopol. Und aus der freien Kombinierbarkeit ihrer vier Grundbausteine entsteht die Fülle des Lebens. Auch die Vielfalt der Commons entsteht aus den Kombinationsmöglichkeiten ihrer Elemente. Stellen Sie sich die folgenden Elemente als Eckpunkte eines gleichschenklichen Dreiecks dar. Diese Eckpunkte bestehen aus erstens den sogenannten Gemeinen und Allmende-Ressourcen. Die Betonung liegt hier auf Ressourcen, denn sie sind nicht automatisch eben Güter, sprich handelbare Waren. Zweitens Nutzergemeinschaften, von kleinen Gruppen über Netzwerke bis zu Staaten innerhalb einer Kleinstaatengemeinschaft oder der ganzen Weltgemeinschaft. Und drittens den von ihnen selbst bestimmten Regeln und Normen. Also Ressourcen, ihre Nutzer und die Regeln. Diese drei Eckpunkte formen Commons-Institutionen. Sie konstituieren eine Governance-Form. Darüber hinaus entstehen Commons aus einer Haltung. Aus einer Haltung, die respektiert, dass Gaben der Natur gemeinsam produziertes oder der Allgemeinheit geschenktes nicht einer Person allein gehören können. Im englischen Wort Commons steckt der Begriff Community, Gemeinschaft, so wie sich auch der Allmende-Begriff ableitet aus Allgemeinde. Das bedeutet, allen Gemeindemitgliedern im Wechsel zukommend. Und obwohl das wohlklingende Allmende eine Renaissance verdiente, erinnert der Begriff doch zu sehr an Vergangenes und bleibt allzu gebunden an mittelalterliche Rechtsformen. Der Begriff stammt aus dem vorindustriellen England. Die Grundrechte der Menschen sollten durch Nutzungsrechte an Commons abgesichert werden. Holz zum Bauen und Heizen, Weid für das Vieh und Land zum Anbau von Lebensmitteln zum Beispiel. Zum Recht auf Commons gehörte auch das Recht zu ihrer Verteidigung. Also das Recht, Zäune einzureißen und Einhegungen, Enclosures, zu verhindern oder wieder rückgängig zu machen. In einigen Gegenden Englands und in den Vereinigten Staaten wird diese Tradition wiederbelebt. Dort feiert man das Beating the Bound Fest. Die Magna Carta, die diese Nutzungsrechte verbriefte, wird im kommenden Jahr ihr 800-jähriges Bestehen feiern. Ein wichtiges Datum für das politisch bereits hoch aufgeladene Jahr, in dem der Post-2015-Entwicklungsrahmen politisch verhandelt sein wird. Viele unterschiedliche Dinge, Gemeinressourcen, können zum Commons werden, wenn sie in der erwähnten Governance-Struktur von den Nutzern nach festgelegten Regeln gehegt werden. Grund und Boden, Saatgut, Rohstoffe, Wasser, Wissen, Kunst und Kultur, öffentliche Räume, ein Gesundheits- und Bildungssystem, Software und vieles andere mehr. Man erkennt ein Commons nicht unbedingt an der konkreten Organisation und Eigentumsform, sondern eher daran, was und vor allem zu welchem Zweck und nach welchem Betriebssystem produziert wird und nach welchen Prinzipien Beziehungen gestaltet werden. Hier lassen sich viele Brücken schlagen zum Diskurs und zur Praxis einer Vielzahl solidarischer und gemeinwohlorientierter Ökonomien oder zur kooperativen Bewegung. Commons werden durch kollektives Handeln gepflegt und erhalten und fortentwickelt. Es ist ein Prozess, den der US-amerikanische Historiker Peter Leinbo als Commoning bezeichnet hat, also das Tun. Ob etwas Commons ist oder wird, hängt also von der Art und Nutzung und von gelingenden Beziehungen, nämlich dem Commoning, ab. Leinbo prägte einen wichtigen Satz: There is no commons without commoning. Commons sind also Verb und Substantiv zugleich. Elena Ostrom ist 2009
der Wirtschaftsnobelpreis verliehen worden. Als Ressourcenökonomin hat sie die Designprinzipien entdeckt, die die institutionellen Bedingungen umreißen, die sozialen Infrastrukturen, in denen Commoning gelingt und Commons Bestand haben. Und diese Design- und Gelingungsbedingungen sind erstens klare Regeln, zweitens möglichst direkte Kommunikation und Mechanismen zum Aufbau vertrauensvoller Kooperation, drittens durchsetzungsstarke Sanktionen im Fall von Regelverletzungen sowie viertens direkte Konfliktlösung. Insbesondere aber fünftens ein Mindestmaß staatlicher Anerkennung für Problemlösungen von unten, die Unterstützung von Selbstorganisationen und juristischer Schutz. Commons sind somit weder spezielle Güter, weshalb wir ja den Begriff Gemeingüter auch vermeiden wollen, noch stellen sie eine spezielle Eigentumsform, zum Beispiel die Form des Gemeineigentums dar. Noch viel weniger sind sie Niemandsland, also eine Picknickwiese, auf der sich jeder nach Gutdünken bedienen oder verhalten kann. Sie sind vielmehr vielfältige Arrangements zur Herstellung, Erhaltung und Weiterentwicklung von gemeinsam genutzten Ressourcen, die wir alle zum Leben brauchen. Wenn wir von Commons reden, geht es nicht um die Glorifizierung des Lokalen. Die Prinzipien lassen sich auch als internationale Solidarität auf Kooperation zwischen Staaten übertragen, die als Nutzer von globalen öffentlichen Gemeinressourcen wie der Atmosphäre oder den Weltmeeren Regeln und Vereinbarungen treffen, diese globalen Gemeinressourcen zu erhalten. Die Schaffung globaler Commons Governance statt Konkurrenz im Sinne eines Every Nation for Itself Prinzips, das den Abschluss einer globalen Klimakonvention gefährdet, Verbindlichkeit statt Pledge and Review, gemeinsame Verantwortung, aber differenziert nach Leistungsstärke der Mitglieder einer Staatengemeinschaft. Weil wir also über Aushandlungs- und Entscheidungsfreiräume reden, die Entscheidungen über das Ziel, den Zweck der Ressourcennutzung umfassen, beinhalten Commons tendenziell auch neue, substanzielle Reformen der Demokratie. Das ist eine der Stärken des Diskurses. Wie sonst wäre der zunehmenden Schwächung der Parlamente und der aufgeblähten Macht ökonomischer Eliten, von denen die politischen Abhängen zu begegnen, wie dem Corporate State. Commons sind nicht automatisch radikal demokratisch, aber sie sind Ermöglichungsstrukturen für Orte relativer Autonomie, Räume kreativer Entfaltung und Prozess der Selbstermächtigung. Darin liegt ihr emanzipatorisches Potenzial, die jeweils herrschenden Regeln immer wieder aufzubrechen, die Grenzen unserer mentalen Infrastrukturen auszudehnen und unsere Handlungsmöglichkeiten zu erweitern. Aus der Debatte über Netzwerke und Peer-to-Peer-Ökonomie gibt es viele neue Impulse über die demokratisierende Kraft dezentraler Netze. Die Komplexität großer natürlicher Gemeinressourcensysteme verlangt nach Elinor Ostrom ein polyzentrisches Governance-System, eine Ordnung also, die nicht aus einer zentral ordnenden Autorität besteht, sondern aus miteinander verzahnten kleineren Einheiten, sodass auch hier Selbstbestimmung und Selbstorganisation möglich sind. Netzwerke und Polyzentrizität sind also zwei wichtige Elemente, die in Commons Governance entfaltet werden. Besonderes Augenmerk wurde seit Beginn der 1990er Jahre zudem auf die Einhegung der Commons in den Bereichen Wissen, Information und Kultur gelegt. In der Praxis haben die freie Softwarebewegung und die Projekte der Wissensallmende wie Creative Commons, Wikipedia oder Open Educational Resources die Auseinandersetzung dynamisiert. Heute beziehen sich viele soziale Bewegungen auf den Begriff. Die Kampagne gegen Wasserprivatisierung in Italien, die Demonstranten des Taksim-Platzes in Istanbul, die Occupy-Bewegung und die Anwohnerinnen von Rossia Montana, die mit ihrem Widerstand gegen den größten geplanten Goldbergbau Europas eine Protestwelle in Rumänien auslöste, die international Schlagzeilen machte. Abschließend fünf Thesen, warum Commons-Praxis Armut vermeiden und die Mittel für Armutsbekämpfungsprogramme künftig in den Kampf gegen Einhegung
Privatisierung, Landgrabbing und andere Formen struktureller Armutsursachen fließen sollten. Erstens, Entwicklungspolitik probiert seit Jahrzehnten verschiedene Konzepte der Armutsbekämpfung aus. Sie bezieht sich jedoch bei aller Vielfalt immer auf Markt und Staat. Die Commons sind ein Makerspace jenseits von Markt und Staat. Saskia Sassen hatte in der Schlussrunde des Eröffnungsabends nach solchen Räumen gefragt. Armutsbekämpfungsmittel müssen umgelenkt werden in das Enabling, in die Ermöglichung von Selfmakers und Selfmaking. Es geht um die Stärkung von Fähigkeiten, was Amartya Sen schon in den frühen 80er Jahren gefordert hatte. Die Einzelfähigkeiten multiplizieren sich in solidarisch und kooperativ organisierten Gemeinschaften und erhöhen ihr Kreativpotenzial und ihre Robustheit. Zweitens, commons-orientierte Strategien wirken primär verteilend. Sie sichern Zugang zu Ressourcen und adressieren die strukturelle Krise des Reproduktiven, da sie die Trennung von Produktion und Reproduktion überwinden können. Das wäre ein unermesslicher Beitrag zur sozialen Grundsicherung. Commons, drittens, produzieren für Bedürfnisse. Raoul Peck hatte darauf verwiesen, wie extrem wichtig es ist, im Entwicklungsprozess von Bedürfnissen aufzugehen. Und viertens, Commons schaffen neue Institutionen, selbstermächtigt, selbstmoderiert. Raoul hatte beklagt, dass das Memory of Organizational Structures, also das kollektive Gedächtnis der Selbstorganisation, verloren gegangen sei. Das ist oft auch Ergebnis der von Mark Haywood beschriebenen verbetriebswirtschaftlichen Professionalisierung von NGOs. Vielerorts haben Geber induzierte Programme traditionelle Zivilgesellschaft zerstört, weil sie mit den Professionellen nicht konkurrieren können. In Kambodscha habe ich das vor Ort seit dem Ende der UN-Friedensmission 1993 und dem Einmarsch der Demokratisierung und Entwicklungsindustrie über viele Jahre sehr genau beobachten können. Fünftens, eine notwendige Form der Solidarität zwischen Nord und Süden ist Advocacy für eine Politik, die im Süden weitere Einhebungen von Commons verhindert und im Norden die Wiederentdeckung der Commons und die Ökonomien des Gemeinsamen stärkt, um viel mehr bedürfnisorientiert statt markt- und konsumorientiert zu produzieren. Wir müssen uns bei uns selbst innovative Entwicklungspolitik jenseits des Wachstumszwangs machen. Ich würde mir wünschen, dass immer mehr Menschen die alte neue Idee der Commons in die gesellschaftliche Diskussion und in politische Auseinandersetzung bringen und sie schließlich immer umfassender in der Praxis verwirklichen. Wir sollten uns dabei bewusst sein, dass die Kooptionsgefahr groß ist und eine Verwässerung des Ansatzes zur Folge haben könnte. Wir würden uns sehr freuen, Sie im Forum 10 hier im Saal anschließend für weitere spannende Einblicke mit Karin Gabbert, Stefan Tuschen und Theo Kariotis wieder zu sehen. Vielen, vielen Dank. Und noch ein kleiner Werbeblock. Wer noch mehr über die Commons wissen will, nachlesen will, es gibt im Englischen und im Deutschen dieses Buch, The Wealth of the Commons für eine neue Politik jenseits von Markt und Staat. Und am Donnerstagabend, parallel zu der Eröffnungsveranstaltung, hat es auf Dreisat eine Sendung gegeben. Gibt es einen 3,5-Minuten-Clip, den Sie auch abrufen kommen, der sagt Ihnen ganz genau, was in diesem Buch steht. Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Herzlichen Dank für die Einladung, für die Organisation dieser wichtigen, weil klärenden Konferenz. Viele Fragen werden aufgeworfen, werden präzisiert. Ich bin sehr gerne in Frankfurt, habe hier von 1989 bis 2003 gelebt. Ich bin auch seit dieser Zeit Mitglied bei Medico, worüber ich sehr stolz bin, gerade wenn man auch sieht, was hier geleistet wird, aber auch in den vielen natürlich Alltagsarbeiten von Medico, und halte die Konstellation Medico mit den beiden Stiftungen, mit dem Institut für Sozialforschung, für eine wichtige,
weil es ja, das ist ja Ausdruck des starken Interesses, offensichtlich ist, ein Bedürfnis gibt an grundsätzlichen Debatten. Und was kann es besser sein in dieser Konstellation, diese grundsätzlichen Debatten eben im Hinblick auch auf grundsätzliches Handeln, also auf die Grundlage von Gesellschaft verändertem Handeln zusammenzubringen. Sie haben jetzt schon viel gehört, heute Morgen, gestern, und ich habe meine drei Überlegungen, die ich anstellen möchte, eher jetzt als Ergänzung konzipiert. Ich habe gestern hingehört, habe da ein paar Verweise eingebaut und starte auch, Sidonia Bettler hat das bereits in der Einleitung gesagt, mit der Überlegung, der Zusammenhang Menschenrechte, Institutionen, Demokratie und Fluchtpunkt, globale Gesellschaftsverträge, das ist natürlich ein sehr kompliziertes Terrain und in die Richtung geht meine erste Bemerkung. Denn als aktuellen Gesellschaftsvertrag, und da würde ich die Emphase von Thomas etwas, nicht in Frage stellen, aber sozusagen korrigieren wollen, es gibt ja einen aktuellen Gesellschaftsvertrag, den man als westlich imperial, als in vielerlei Hinsicht kapitalistisch neoliberal bezeichnen kann. Also wir haben das nicht gepachtet, sozusagen für einen Gesellschaftsvertrag zu arbeiten. Miriam Sage-Maas hat gestern nochmal darauf hingewiesen, dass Rechte eben zuvorderst herrschaftliche Verhältnisse absichern, insbesondere Eigentumsrechte. Internationale politische Institutionen, darum geht es nachher im Panel zu Global Governance, sichern eben diese herrschaftlichen Verhältnisse ab über die Welthandelsorganisation, über die NATO, ist das allzu deutlich. Aber auch die Klimarahmenkonvention, auf der es in unserem Spektrum ja mitunter doch noch einige Hoffnung gibt, macht andere Logiken auch nicht stark, sondern, dazu gab es ja gestern auch ein Panel, die Finanzialisierung der Hilfe. Thema gestern war, findet ja auch dort statt, nämlich das, was wir als Finanzialisierung der Natur bezeichnen, also Emissionshandel und anderes. Und dennoch, vor diesem Hintergrund gerät ja in der Krise einiges in Bewegung. Es gibt das, was mitunter als multiple Krise bezeichnet wird, also nicht nur die Wirtschafts- und Finanzkrise, sondern eben auch ökologische Krise, Klimakrise, agieren ja die politischen und ökonomischen Eliten. Sie wollen ihre Interessen sicher ihre gesellschaftlichen Positionen halten. Und wie das geschieht, ist hochgradig umstritten. Stichwort, auch das gestern gefallen, die Debatten auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Manche stehen für Business as usual, eher mit autoritären Varianten. In Europa erleben wir Austeritätspolitik. Es gibt in Ländern wie Deutschland, Österreich Ansätze einer ökokapitalistischen Modernisierung. Und das alles geschieht im Modus dessen, was Antonio Gramsci, der Theoretiker und kommunistische Aktivist, als passive Revolution bezeichnet hat. Also passive Revolutionen sind die Versuche ganz grundlegender gesellschaftlicher Veränderung von oben, unter Kontrolle der Herrschenden, und das geschieht dann, wenn sich von unten nicht entgegengesetzt wird. Zu diesem ersten Punkt, also das Terrain der Debatte um globale Gesellschaftsverträge ist umkämpft, da wird agiert, da sind wir nicht die nur normativ postulieren können, was ist ein emanzipatorischer Gesellschaftsvertrag, wird von anderer Seite mit Politiken, mit Tagungen, mit Thinktanks, mit vielen Ideen bearbeitet. Wir werden das nachher diskutieren im Forum aus einer Perspektive, was bedeutet eine technokratische, eine herrschaftssichere Governance. Und da fand ich eine Bemerkung von David McCoy gestern ganz spannend, der für die Hilfe und für die Kritik an Hilfe nochmal deutlich gemacht hat, Herrschaftskritik und Emanzipation werden im Bereich der Hilfe immer wieder zurückgewiesen mit dem Argument, wir müssen ja Leben retten. Ja, wir haben keine Zeit, oder wir müssen jetzt agieren. Und in dem Bereich, in dem ich mich stark bewege, also internationale Umweltressourcenpolitik, ist das genauso. Klimawandel, Ressourcenknappheit, da geht es um die planetarischen Grenzen, da geht es um die Menschheit. Ja, und die Menschheit ist ja ziemlich wichtig. Und auch da sind Fragen von Herrschaftskritik, von Emanzipation abgeschattet, finden nicht statt, weil ja jetzt, es ist schon 11:55 morgen, das Klima gerettet werden muss, weil es geht eben um relativ viel um die Menschheit. Also mein erster Punkt, die Metapher, die wichtige Metapher, Fluchtpunkt globaler Gesellschaftsvertrag, muss berücksichtigen, dass es auch das ein umkämpftes Terrain ist, dass auch dort Begriffe wie Menschenrechte und Demokratie und Institutionen in Anschlag gebracht werden. Es ist eine strategische Konstellation, die wir begreifen müssen, begreifen sollten, um dann zu agieren. Ich hoffe, dass wir das nachher nochmal ausführen, am Beispiel der Millennium Development Goals und der Sustainable Development Goals. Zweitens, und da wird es aus emanzipatorischer Perspektive, und das hat mir auch wahrscheinlich die Einladung hier verschafft, da wird es richtig kompliziert, dass nämlich die bewusste und demokratische Gestaltung weltgesellschaftlicher Verhältnisse, also nicht nur das
nackte Überleben, das Thomas zu Recht natürlich kritisiert, sondern die Herstellung freier und solidarischer, gerechter und ökologisch nachhaltiger Verhältnisse eine Konstellation ändern muss, an einer Konstellation ansetzen muss, die Markus Wissen und ich als imperiale Lebensweise oder imperiale Produktions- und Lebensweise bezeichnen. Also nicht Lebensstile, nicht Lifestyle, sondern eine tief verankerte, strukturelle, verankerte Produktions- und Lebensweise. Damit wollen wir erstmal in unseren Debatten auf den Sachverhalt hinweisen, warum ist das die Ökologieproblematik so stark politisiert oder diskutiert. Warum kann man heute in jeder Zeitung lesen, ja, Klimawandel und Ressourcenknappheit, aber es tut sich kaum was. Warum ist es so schwierig, eine attraktive, eine solidarische Produktions- und Lebensweise voranzutreiben, die den Run auf die Ressourcen, darum ging es ja schon bei Heike Löschmann, beendet, den Run auf die Böden und anderes. Also nicht nur überleben, sondern eine attraktive Produktions- und Lebensweise. Das wäre aus meiner Sicht der Fluchtpunkt eines emanzipatorischen Gesellschaftsvertrags. Das heißt aus linker Perspektive nicht, wie bei Konservativen, den Gürtel enger schnallen. Wir wissen immer, um welchen Gürtel und welchen Bauch es geht. Nicht derer, die das sagen, sondern und auch nicht die kleinen und großen Katastrophen hinzunehmen, sondern eben sozusagen auch offensiver zu agieren. Unter welchen Bedingungen? Eben unter den Bedingungen der imperialen Lebensweise. Imperial bedeutet nicht, wir sind alle kleine Imperialisten und schlechte Menschen, sondern dass unsere Gesellschaft im globalen Norden einen prinzipiell unbegrenzten, politisch, rechtlich, ökonomisch abgesicherten, aber prinzipiell unbegrenzten Zugriff auf Ressourcen, auf Raum, auf Arbeitsvermögen, auf Senken andernorts hat. Dass die Produktivitäts- und Wohlstandsentwicklung auch in der Krise, aber in den Metropolen lange Zeit darauf basierte und mitunter heute noch darauf basiert, dass wir Teil einer vorteilhaften, einer sehr vorteilhaften Weltressourcenordnung sind. Und dass das eben Leid und Elend in anderen Ländern erzeugt. Das ist gestern ja auch immer wieder genannt worden. Im Prozess der kapitalistischen Globalisierung vertieft sich nun diese imperiale Lebensweise in zweifacher Richtung. Auch das ist gestern bereits angedeutet worden. Zum einen wird über die kapitalistische Globalisierung der Zugriff über den Weltmarkt auf die Ressourcen, auf die Arbeitsvermögen eher intensiviert. Die vormals fossilistischen Konsum- und Produktionsmuster, denken Sie an Automobilität, an industrialisierte Agrarprodukte, nehmen ja eher zu. Und sie werden in neue Bereiche ganz stark erweitert. Der Flugverkehr ist ja sozusagen als ganz starker Massenflugverkehr noch gar nicht so ein altes Phänomen. Oder eben die Neuindustrialisierung der Landwirtschaft über Gentechnologie, also gentechnisch verändertes Landgut, das sind neue Formen. Jane Dixon hat den aus meiner Sicht sehr einprägsamen Begriff der imperialen Kalorie geprägt. Also unsere Kalorien sind imperial hergestellt. Sie kennen das Verhältnis, wie viel Kalorien an Futtermittel in Rindfleisch, Schweinefleisch eingehen. Diese imperiale Kalorie wird dann in Junkfood zur leeren Kalorie. Sie ist gar nicht mehr nahrhaft, aber sie ist natürlich hochgradig voraussetzungsvoll hergestellt. Das ist einer Punkt, eine Intensivierung der imperialen Produktions- und Lebensweise, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, wenn es um eine attraktive Produktions- und Lebensweise, um einen attraktiven globalen Gesellschaftsvertrag geht. Wir erleben aber noch ein zweites, nämlich eine dynamische Ausbreitung der imperialen Lebensweise gerade in den Schwellenländern. Die sogenannte dritte Generation der Menschenrechte, also die kollektiven Rechte und das Recht auf Entwicklung, sind ja heute vom Anspruch her eine Ausbreitung der imperialen Lebensweise. Um beim Agrarsektor zu bleiben, die argentinische Pampa, die sozusagen in vielen von unseren Köpfen wahrscheinlich immer noch ein fruchtbares Weideland ist, extensiv bewirtschaftet, für Viehzucht mit relativ gutem Rindfleisch, wird seit zehn Jahren komplett mit gentechnisch verändertem Soja angebaut. Die Pampa ist sozusagen zu. Jetzt geht es in den Chaco hoch, also in den Norden von Argentinien. Und das ist, wird angebaut mit gentechnisch verändertem Soja von Ziraten von Monsanto. Was geschieht mit dem Soja in Argentinien? Und alle hoffen ja jetzt angesichts der Hyperinflation in Argentinien auf die gute Ernte, ne, die jetzt im März losgeht, also im argentinischen Herbst. Wo geht das hin? Das geht fast komplett in Futtermittel nach China. Und das meine ich nicht moralisch, sondern als Beschreibung einer imperialen Lebensweise, einer Universalisierung, die wir uns ansehen müssen, mit der wir politisch umgehen müssen. Ich bin Mitglied einer
Forschungs- und Arbeitsgruppe, Karin Gabbert hier im Raum auch, zum Thema Ressourcenextraktivismus in Lateinamerika. Und da wird uns deutlich, dass selbst die progressiven Regierungen, die, die das wollen, wie wir in der Verfassung haben, das Heike angesprochen hat, Bolivien, Ecuador, diesen Ressourcenextraktivismus, also die Abhängigkeit von Öl, Gas, Landwirtschaft, eher vorantreiben mit allen ökologischen und sozialstrukturellen Implikationen. Also um diesen zweiten Teil, diese zweite Überlegung abzuschließen. Die herrschende, für viele attraktive, das ist diese Ambivalenz wichtig, für viele attraktive Produktions- und Lebensweise hat natürlich viel mit Herrschaft zu tun. Thomas Gebauer wies gestern darauf hin, dem Konsumismus wird ja eher gehuldigt. Er hat Glücksversprechen, das T-Shirt hat, aber es ist ja auch Glück, es ist ja auch eine Erfahrung, ein Triumphalismus, wenn man für 1,99 ein T-Shirt kaufen kann, das ist eben ganz ambivalent. Der Produktivismus unserer Gesellschaft, also das unter dem Diktum der globalen Wettbewerbsfähigkeit, wird kapitalistische Herrschaft im Betrieb, in der Gesellschaft restrukturiert, führt zur Arbeitsverdichtung, zu Burnout und vielem anderen. Die Arbeitsteilung ist eine geschlechtsspezifische, die auch dort verdichtet wird. Also, mein Plädoyer, und nicht in moralischer Absicht, das ist mir ganz wichtig, nicht die Chinesen sollen nicht oder so, das ist nicht mein Punkt, sondern als politischen Ausgangspunkt für einen solidarischen Gesellschaftsvertrag sollten wir in den Blick nehmen, dass die relative Lebbarkeit von Verhältnissen hierzulande, die lebbarer sind als in Ungarn oder in Griechenland oder in China, die lebbarer sind in bestimmten Städten als in anderen Städten, etwas zu tun hat mit einer zumindest passiv hingenommenen oder sogar aktiv geförderten imperialen Produktions- und Lebensweise. Die Aufgabe, das zu politisieren, also aus den Selbstverständlichkeiten herauszuholen, das wäre mein Begriff der Politisierung, also die Selbstverständlichkeit einer Produktions- und Lebensweise zum Gegenstand von sozialen Auseinandersetzungen zu machen, sie an Demokratie und Menschenrechte zu binden, da greife ich jetzt auf Thomas zurück, das ist aus meiner Sicht eine ganz zentrale Aufgabe. Die naheliegende Konsequenz aus der zweiten Überlegung ist, das muss ich jetzt nicht besonders betonen, die Überwindung der imperialen Produktions- und Lebensweise hin zu einer solidarisch, freien, nachhaltigen, muss zuvorderst hier in den kapitalistischen Zentren stattfinden. Und was sind für Hilfsorganisationen und eben für viele andere Akteure die sorgfältigen Verknüpfungen, die ja nicht einfach nur schnell gemacht werden können, um, das hat glaube ich Katja Maurer gestern nochmal angedeutet, um überhaupt einen breiteren Begriff von Hilfe zu bekommen. Also nicht alle sollen jetzt nur hier agieren, aber durch diese Verknüpfung muss eben stärker zusammen agiert werden. Das geschieht ja, aber es müsste verstärkt werden. Das wäre ein Kern, nicht der Kern, ein Kern von Beyond Aid, von globaler Verantwortung, von emanzipatorischem globalen Gesellschaftsvertrag. Also einer rechtebasierten, das haben wir ja gestern auch schön rausgearbeitet, einer rechtebasierten, nicht auf Solidarität, ich gebe dir und morgen gebe ich dir nicht, sondern einer rechtebasierten Verpflichtung im besten Sinne. Da geht es nachher drum, wenn wir über die MDGs und SDGs sprechen. Das wäre die praktische Kritik der Hilfe, die Thomas Gebauer gestern angedeutet hat. Die praktische Kritik der Hilfe muss ihre weltgesellschaftlichen Grundlagen in Frage stellen, nämlich die Ursachen von Armut und Ausbeutung, von weiterhin unfassbaren Asymmetrien hinsichtlich von Handlungsfähigkeit, ihre epistemischen und materiellen Grundlagen, dem Paternalismus im Moment von Katastrophen. Und auch in den Ländern des globalen Südens geht es darum, das versuchen wir mit der erwähnten Forschungsgruppe und viele andere, die Heinrich-Böll-Stiftung hat ein sehr wichtiges Programm zur Ressourcenpolitik aufgelegt, Ansätze zu stärken, auch von Akteuren im Süden. Es gibt ja nicht den Süden, der wachsen will. Das schlägt uns jetzt immer wieder entgegen. Ja? Im Norden machen wir Wachstumskritiken, wir machen Veränderungen. Der Süden soll wachsen dürfen. Was heißt denn Wachstum im Süden, wenn die Pampa sojarisiert wird, wenn in Indonesien Palmöl angebaut wird, ob jetzt für Agrartreibstoffe oder für anderes. Also Akteure zu stärken, die sich dieser imperialen Produktions- und Lebensweise entziehen wollen, die bereits Alternativen haben. Heike hat das angedeutet. Es gibt ganz viel Commoning im globalen Süden. Das sollten wir nicht nur romantisieren, aber wir sollten es zur Kenntnis nehmen und da, wo es emanzipatorische Anteile hat, sollten wir es stärken. Wir werden nicht drum herum kommen, auf der internationalen Ebene über Regulierung von Weltmarkt nachzudenken. Auch von ganz, ich sag mal, reformistisch den kapitalistischen Weltmarkt zu regulieren. Die dritte Bemerkung wird jetzt hoffentlich nicht zu unübersichtlich, weil ich jetzt im Durchgang, also im Zuhören auf Thomas Vortrag nochmal versucht habe, das zu beziehen, eben vor dem Hintergrund, wie kann das politisiert werden auf
Produktions- und Menschen, Demokratie und Menschenrechte. Ich habe jetzt viel noch mitgeschrieben und hoffe, dass ich das einigermaßen präzise Ihnen rüberbringen kann. Thomas hat im Anschluss an Christoph Menke dieses starke Plädoyer gehalten, das ich teile, für einen Begriff der Menschenrechte, der unteilbar ist, der an Subjektivität anschließt, an Handlungsfähigkeit, an Erfahrung, an verantwortbare, an verantwortliche Handlungsfähigkeit. Romeo Znamák hat gestern nochmal unterstrichen, es geht nicht um finanzielle Hilfe, sondern es geht um die Fähigkeit, das eigene Leben zu gestalten. Fand ich dann die interessante Rückfrage von Katja Maurer, was ist denn da unsere Rolle? Ich weiß nicht, ob das so nur eine Irritation war, fand ich ganz gut. Mit Menke und mit Thomas, das Menschenrecht ist eine zentrale Perspektive und muss, das hat Thomas selber angedeutet, im nächsten Schritt sofort ausdifferenziert werden. Die Konstitutionalisierung des einen, des unteilbaren Menschenrechts, geschieht natürlich, Thomas hat das am Kampf um Migration deutlich gemacht, in vielfältigen Kämpfen. Und zentral sind dafür soziale Bewegungen, kritische NGOs, aber ich würde auch sagen, das wäre vielleicht eine Differenz zum Ansatz von Heike, die Commons ja gegen Markt und Staat setzt. Ich glaube, wir sollten Markt und Staat nicht vergessen. Oder jenseits, ja, ich sehe in der Commons-Debatte oft so, das ist so die Nische, die wachsen muss. Ich glaube auch, dass es darum geht, kritische Verständnisse in den Institutionen, in den Großorganisationen, in den Medien, in der Öffentlichkeit zu stärken. Aber mein Punkt ist hier, auch für die Diskussion, die Kämpfe sind irreduzibel, vielfältig. Sie können nicht sozusagen in einen Fluchtpunkt gesetzt werden. Das meint Thomas auch mit revolutionärer Praxis, zum Beispiel in der Migration. Wir haben viel gehört, Ernährungssouveränität, die Schaffung jetzt nochmal von Gemeingütern, von Commoning, Formen von solidarischer Ökonomie, von gewerkschaftlichen Kämpfen. Ich würde in Konkretion von Thomas, nicht in Differenz, in Konkretion, den Demokratiebegriff nochmal etwas schärfen. Thomas hat argumentiert, Demokratie heißt die permanente Revolutionierung der Menschenrechte, ist ein offener Prozess der Selbstermächtigung. Natürlich ein notwendig abstraktes, aber ein ganz radikal weit tragendes Argument. Ich würde dem Demokratiebegriff noch eine andere Note geben, der sozusagen Kampfeinsatz ist. Nämlich Demokratie heißt, aus meiner Sicht mit einer kollektiveren Semantik als Menschenrechte, in der gegenwärtigen Konstellation, Demokratie bedeutet immer die Frage zu stellen, wer entscheidet eigentlich über die Entwicklungsrichtung der Gesellschaft? Wer gestaltet eigentlich heute Gesellschaft? Wer gestaltet denn den imperialen, neoliberalen Gesellschaftsvertrag? Wer gestaltet die Konkurrenzverhältnisse, auf die Heike eingegangen ist? Also diese Frage der Demokratie aufzuladen als Konfliktkonstellation, dass die Vermögensbesitzer, die Finanzmärkte, eine gut strukturierte und organisierte Akteure diesen ja auch mit für sich in Anspruch nehmenden demokratischen Prozess strukturieren und da was konkret entgegenzusetzen. Wie wird heute Kleidung, wie werden Nahrungsmittel produziert, was sind da Aspekte von Finanzialisierung, die Macht der Vermögensbesitzer und was sind da die vielfältigen Alternativen. Also Beyond Aid hieße dann eben auch sich einzulassen auf die aktive Gestaltung der Weltgesellschaft, auf die gegen die Zumutung der kapitalistischen und imperialen Herrschaft und eben einzugestehen, das kann auch nicht von oben gestaltet werden. Die große Falle der MDGs, der SDGs wird natürlich jetzt sein, dass man wieder meint, das von oben zu gestalten. Und da möchte ich eine Bemerkung, eine Aussage von Pirmin Spiegel von Miserio variieren und eher an die Erfahrung von Shrin Sarwar anknüpfen aus Sri Lanka. Herr Spiegel meinte gestern, zuerst die Armen, da müssen wir zuhören und das ist wichtig. Aber eine Politik der Menschenrechte und der radikalen Demokratie wäre aus meiner Sicht auch, nicht in Alternativen, aber auch zuerst die Emanzipation kämpfen. Also den Einsatzpunkt der Vielfältigkeit von Bewegung stark zu machen. Und das Irritierende bei uns ist ja immer wieder, wenn die Menschen, die kämpfen, gerade in anderen Ländern, sich zu Subjekten machen, sich selbst repräsentieren wollen und nicht repräsentiert werden wollen. Ja, wenn sie sich zu den Anwälten ihrer eigenen Sache machen. Und aus meiner Sicht ist das ganz wichtig, diese Kämpfe zu unterstützen mit den Kämpfen hier, also diese Verwebung hinzukriegen. Und da möchte ich noch einen Aspekt anschließen, weil natürlich wir eine, ich sage auch mal bewusst, eine Emphase der Kämpfe brauchen, eine Emphase der Selbstermächtigung. Ich möchte aber, wenn ich darüber nachdenke, wie kommen wir aus der imperialen Lebensweise heraus, noch einen weiteren Gedanken anschließen und den vielleicht gemeinsam weitertreiben.
Was wir oft unterschätzen in dem ganzen Blick auf Strategien, auf Handlungen, auf Kräfteverhältnisse, auf Kampfkonstellationen, ist aus meiner Sicht eine Bedingung, eine weitere Bedingung neben den Kämpfen, neben den Strategien, einer sich herausbildenden, attraktiven Produktions- und Lebensweise. Und das ist etwas, aus meiner Sicht unterschätzen wir es, das sind die mannigfaltigen alltäglichen Praktiken, die gar nicht so politisch daherkommen. Also wenn in einer kulturellen Bewegung unserer Gesellschaft ein Drittel vielleicht heute schon von jungen Menschen kein Fleisch mehr essen, dann hat das enorme Auswirkungen auf die imperiale Lebensweise. Wenn sich in den Städten, natürlich muss es auch Verkehrsplanung geben, aber wenn sich durchsetzt, Menschen wollen öffentlichen Verkehr nehmen, wollen Fahrrad fahren, wollen gehen und verzichten aufs Auto, dann hat das enorme Auswirkungen in der von mir beschriebenen Konstellation auf eine imperiale Lebensweise. Wenn eine Fix-It-Bewegung, also eine Bewegung, die eine Reparaturbewegung darauf achtet, dass geplante Obsoleszenz, also das Kaputtgehen, das geplante Kaputtgehen von Geräten kritisiert wird, dass selber wieder repariert wird, dann sind das Praktiken, die gar nicht so politisch daherkommen, die ganz wichtig sind für eine attraktive Produktions- und Lebensweise. Und der letzte Gedanke, ich lasse die Bemerkung zur Institution raus, weil ich auch meine Zeit nicht überziehen möchte und kündige schon an, das wird dann die Einleitung im Podium sein. Also was hat das mit politischen Institutionen zu tun? Und möchte mit einem letzten kurzen Gedanken schließen. Und das ist auch eine Frage. Wie betten wir das nicht autoritär, nicht am Schreibtisch, sondern als Zusammenfassung von Erfahrung in eine attraktive Story ein, in eine attraktive Erzählung, in etwas, was Orientierung gibt, was Kämpfe, Erfahrung von heute aufnimmt, was sie aber weiter treiben kann. Ich glaube, der Commons-Begriff ist da ein ganz gutes Angebot, wo bestehender Unmut, bestehender Widerstand, bestehende Alternativen aufgenommen werden und in einen größeren Horizont gesetzt. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung arbeitet beispielsweise mit dem Begriff des grünen Sozialismus. Ist das ein Begriff, der trägt? Ist das ein Begriff, der Erfahrung zusammenbringt, der Widerständigkeit, Alternativen zusammenbringt? Ich selber war Mitglied der Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag zu Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität und haben wir es geschafft, dass die drei damaligen Oppositionsparteien, also Rot-Rot-Grün noch, das war in der letzten Legislaturperiode, den Begriff der sozial-ökologischen Transformation stark gemacht haben. Das ist jetzt eher ein Zungenbrecher und jetzt nicht so ganz für die Breite und so weiter. Aber es kann eine gemeinsame Klammer einer Erzählung sein. Also mein Punkt wäre, und das ist vielleicht auch eine Brücke für folgende Kongresse und Tagungen, Wie kann das in eine attraktive Produktions- und Lebensweise mit einer attraktiven Erzählung verbunden werden? Wie kann ein gemeinsamer Horizont geschaffen werden, der nicht vereinheitlichen darf, der nicht autoritär vorgegeben werden darf, sondern der, und das wäre dann nochmal der Link zu Thomas, der Handlungsfähigkeit herstellt, der Subjektivität ermöglicht und der dann eben Gesellschaft auf eine ganz andere Grundlage stellt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hört man, jetzt ist aber gut, oder? Jetzt hört man mich. Also ich glaube, was ich gelernt habe aus den Vorträgen heute hier auf dem Podium ist, dass möglicherweise der globale Gesellschaftsvertrag eine sinnvolle Chiffre sein kann. Wir werden weiter darüber reden, dass diese Chiffre sicher klar macht, dass wir es hier nicht mit einem einzelnen Begriff oder mit einem einheitlichen Begriff zu tun haben, sondern mit einer großen Vielfalt von Konzepten, von Praktiken, die darin zusammenlaufen können. Dass die Chiffre uns lehrt, dass solidarische Hilfe, eine solidarische Hilfe, die daraufhin auf diesen globalen Gesellschaftsvertrag hin perspektiviert ist, uns anleitet, Hilfe als etwas zu verstehen, was immer auch eine Einwirkung darstellt auf die gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse. Wir haben jetzt noch 5 Minuten Zeit. Ich würde gerne erstmal auf dem Podium hin und her gucken, ob jemand von euch noch das Wort ergreifen möchte in Bezugnahme auf die andere. Sonst gucke ich ins Publikum.
wo eine Hand hochgeht, da hinten, ganz hinten. Ja, vielen Dank für diese sehr interessanten Vorträge. Ich denke, was auch wichtig ist, gerade wenn man den Zusammenhang von Menschenrechten und Demokratie thematisiert, dass man immer im Auge behält, es ist ein konstitutives Spannungsverhältnis. Also genau das, was wir die letzten Tage auch immer gehört haben. Es ist der Kampf im und um das Recht und auch immer zugleich das Wissen, dass das Recht auch in seiner Möglichkeit zu empowern begrenzt ist. Ja, also auch das Recht ist nur ein Werkzeug, ein Instrument der Unrechtsaufarbeitung. Auch die psychosoziale Arbeit ist sehr wichtig. Also wie können wir etwa Traumata bearbeiten? Wie können wir die stummen Opfer zu politischen Akteuren werden lassen? Oder wie können sie selbst dazu werden? Das ist die eigentlich spannende Frage. Und insofern ist emanzipatorisches Handeln, glaube ich, auch viel damit befasst, bestimmte Erzählungen zu durchbrechen, die verhindern, dass sie eben als politische Subjekte wahrgenommen werden. Und insofern würde ich sagen, dass Global Governance eben etwas ist, was auch ganz stark durch die ideologiekritische Perspektive gelesen werden muss. Also wir brauchen Ideologiekritik, gerade wenn wir das Verhältnis von Menschenrechten und Demokratie ernst nehmen wollen. Und insofern hoffe ich, dass wir jetzt in diesem Forum zur Global Governance auch nochmal die symbolische Dimension von Global Governance verstärkt ins Auge nehmen, um eben zu sehen, okay, wie entsteht eigentlich, dass die Leute sich nicht emanzipieren? Also ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Frage. Warum emanzipieren sie sich nicht? Und da sind wir vielleicht auch bei der Rolle von Ideologie und von Prozessen des Stummmachens, des Silencings und so weiter. Danke. Ja, guten Morgen. Ich wollte nur kurz sagen, heute Morgen kann man lesen, es gibt eine neue Studie, Oxford, Cambridge. Die Kindersterblichkeit in Griechenland ist um 43% gestiegen in den letzten Jahren. HIV-Neuinfektionen unter Drogenkonsumenten hat sich mehr als verdreißigfacht in den letzten 5 Jahren. Also das sind Zahlen, die einfach belegen, brauche ich nicht näher erläutern, die Entwicklung. Das ist sehr nah und wenn das so weitergeht, können viele der Organisationen, die jetzt Entwicklungszusammenarbeit im globalen Süden leisten, eventuell sich nach Europa wieder, müssen sich vielleicht auch wieder auf Europa konzentrieren. Ich möchte nur sagen, für diese Zustände und Entwicklungen gibt es politische Verantwortliche und die gibt es auch in Deutschland. Ich möchte generell einfach den Appell richten an große NGOs, auch in Deutschland, da eine kritische Distanz zu wahren. Das wird man bei der Gelegenheit ja vielleicht auch mal sagen dürfen. Frau Füllkrug-Weitzel war im Gespräch als Entwicklungsministerin für die SPD. Ich denke, eine kritische Distanz zu politischen Akteuren, die mit ihrer Politik auch verantwortlich sind für Entwicklungen wie die in Griechenland, da sollte man als Entwicklungsorganisation vorsichtig sein, dass man sich nicht zu nah auch an diese Politik heranwandst. Wir nehmen die Zahlen mit, die Warnung der kritischen Distanz auch. Wir machen eine Viertelstunde Pause, kürzer heute, und gehen dann in die Gruppen.